klar, das Mikro ist eingestellt und es geht weiter mit Let's Play Dino Crisis. Letzten Part haben wir ein gefährliches Büro betreten, haben dort einen Überlebenden gefunden und der hat uns einiges verraten. Schieb mal das Mikro ein bisschen weiter weg. Ja, und haben auch schon ein paar Dinos getroffen. Diese Dinos waren nicht gerade nett zu uns, vor allem Rexy. Rexy war überhaupt nicht nett zu uns. So, und ich habe einen Plan ausgearbeitet, wie ich in den nächsten zur nächsten Etappe komme. So, erstmal in die Vorhalle. Hier ist nämlich, müsste nämlich jetzt... Okay, im Testlauf war Rexy, Rexy, einer der Raptoren hier noch am Leben. Ich traue den ganzen Mann nicht, ich schalte mal lieber aus. Ja, als ich es gerade getestet habe, hat der Raptor hier noch gelebt. Deswegen habe ich mich jetzt gewundert, weil ich dachte, wenn ich die jetzt kille, dann werden die Würmer verschwinden. Das war beim Testlauf nicht der Fall. Und wir benutzen mal den Eingangsschlüssel. Vorderer Eingang. Okay, so weit, so gut. Hier draußen kam kein Rexy. Da bin ich recht froh drüber. Und da drüben ist ein Item. Das werde ich mir mal schnappen. Boah, und ich dachte hier mal, oh Gott, hoffentlich kommt hier keiner raus. Kein Rexy. Kein Raptor. Nein. Alles ruhig. SG-Patronen nehmen wir doch mal mit. Super, dankeschön. Und ja, lecker. Der Typ sieht ziemlich zerstückelt aus. Der hat auch schon bessere Tage gesehen. Was haben wir hier? Personalwechselakte. Okay, die Zahl werde ich mir später aufschreiben, wenn ich das Video mir nochmal anschaue. Ich würde sagen, gehen stattdessen mal weiter. Oh, die Geräusche gefallen mir gar nicht hier, als wenn hier gleich irgendwas Schlimmes passieren würde. Na, ich glaube, hier müssen wir nicht mehr hin. Da bin ich recht froh drüber. Noch läuft alles nach Plan. I've unlocked the shutters near the entrance. One more thing. I just caught a glimpse of something on the monitor that looked human. It should be somewhere near the front of the training room. So check there first. Okay, hier ist unser nächstes Ziel. Ist ganz in der Nähe, also ganz nah. Und wir machen das hier mal auf. So, gleiches Spiel. Ihr lasst das A aus, das D aus, das F, das G und das H. Dann müsstet ihr das Wort, ich habe schon rausgefunden, Newcomer herauskriegen, wenn ihr den Buchstaben folgt. Nein, C. O. M. E. Und das R. Fertig. Jetzt ist das Schloss offen. Fahrstuhlhalle. Okay, hier kriegen wir erstmal eine schöne Munitionsbox. Da reicht noch meine Stecker noch nicht. Ich muss mir ganz genau überlegen, ob ich das wirklich wage, ob ich die Stecker, die ich finde, dafür benutzen werde. Jetzt schon, oder... Na, das wird später noch wichtig sein hier mit dem Fahrstuhl. Den können wir jetzt noch nicht rufen. Hat der Typ was dabei? Ist nämlich aus. Ja, das ist lecker. Der hat. Ich sag mal lieber Arm dran als Arm ab. Gut, das gilt für den Typen anscheinend nicht. Da hat definitiv Arm. Und eine schöne Blutspur. Leckerschen. Blutsteller. Werden wir auch noch brauchen. Soll ich mir schon ein paar Pfeile mixen oder lasse ich es? Ja.
Gut. Machen wir mal. Langanhaltender Effekt. Okay. Ist doch nicht schlecht. Dafür kann man schon mal eine Betäubung verwenden. Und die andere Betäubung weiß ich jetzt nicht. Die werde ich noch aufheben. Für schwere Zeiten. Erstmal aufschließen. So. Und jetzt beginnt ein kniffliger Part. Denn in dem Flur hier ist eine Falle. Die kann ich nicht umgehen. Stattdessen gehe ich erstmal hier lang und werde die Tür, die gleich kommt, erstmal aufschließen. So, der Rex hier interessiert uns auch nicht. Den lasse ich mal ruhig hier weiter durchs Zimmer streifen. Wow, wow, wow. Nein, Freundchen, heute gibt's nichts für dich zum Mittag. Ich bin nicht dein Mitternachtssnack. Kannst du vergessen. Okay, hier ist zum Glück auch Ruhe. Noch ist hier Ruhe. Bin ich echt froh drüber, dass hier noch Ruhe ist. Es läuft bisher relativ gut. Ich bin ganz zufrieden mit dem, was ich geprobt habe. Ich hoffe, ich kriege es jetzt auch so hin, wie ich das vorhin geprobt habe. Okay. Jetzt bitte kein Rexy oder sonst irgendwas. Ich hab doch gewusst, dass er wieder respawnen würde. Es nützt nichts, sie zu erschießen. Die kommt einfach wieder. Okay, deswegen... Scheißegal, und... Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh. Ich krieg immer volles Flattern. Wenn das passiert. Weil ich immer denke, greift er mich jetzt im Moment an oder ist das? Gut, jetzt hat er es gelassen. Bin ich recht froh darüber. Überschreiben, ja. Auf zum nächsten Schritt. Jetzt wird's enger, Leute. Jetzt wird's enger. Einfach mal vorbeirennen. Wie mit den Zombies. Und ich hätte das Lasergitter aktivieren sollen. Ich glaube, das war ein Fehler. Egal. Egal, Wacky. Alles läuft gut. Alles läuft bisher nach Plan. Fahrschale. Okay. Jetzt kam ja die Falle. Ich muss hier echt stets konzentriert bleiben, weil ein Fehler und das könnte für mich tödlich enden. Hi! Nein, greif mich bitte nicht an. Oh, fuck, 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 schnell rein! Rein da! Rein da! Oh Gott. Adrenalin, Leute, Adrenalin. Ja, ich fiebere gern mit meinen Charakteren. Weil es immer so spannend ist. Muss ich mixen. Was bringt denn das? Ist mir egal. Verhindert Schwächen durch Blutungen. Blutstiller plus. Ist auch nicht schlecht. Mixen wir mal die Betäubung mit Gilla Plus Plus. Was bringt denn das? Ach, nehmen wir mit zwei von denen oder hat es jetzt gar nichts gebracht? Gilla Plus Plus. Gut.
Ist doch egal. Hier liegt das Objekt, was wir haben wollen. Und zwar da. Hilfsgeneratorraumschlüssel. Oh mein Gott. Lieber Rexy, Rexy Raptor. Oh Scheiße. Danger, nee, komm schon. Nein, lass mich los, Sophie. Lass mich los. No lizard. It's a dinosaur. Dinosaur? Look, something's really wrong with this place. This whole mission has gone sour. Hey, it's always eat or be eaten out in the battlefield. No matter who or what you're up against. Any word on the dock yet? I've got to hook up with Rick again. My radio's dead and he's the only one who can fix it. Okay, jetzt wird's nochmal ernst, denn wir müssen zum Safe Room zurück. Ich will aber vorher noch den Stecker haben, der hier draußen ist. Und der ist natürlich an der Leiche. Nein, Scheiße! Hab mich erwischt. Rauf da. Oh, ich hoffe, das war nur ein Kratzer. Scheiße. Na, ich werd's dann noch merken, ob ich bei mich angeschrammt hat, ich Blutstiller brauche oder nicht. Das werde ich gleich merken. Bringt mir das hier was? Ich glaube, hier gab's nur einen Raum, den ich noch nicht besuchen sollte. Nur eine unwichtige Toilette. Erstmal kein Raptor hier. Hi Raptor, komm mal her, an die Schranke. Ich will ihn gerade ein bisschen verarschen, das Vieh. Ja, und zack. Jetzt schnell weg. Die sind kurz betäubt, das nutzen wir und verschwinden ins Verwaltungsbüro. Hier können wir nämlich saven. Bist du ja doch recht zufriedenstellend, ne? Unser Fortschritt. Ich glaube, über den Schacht kann ich jetzt nach draußen. Da muss ich nämlich hin. Wir müssen nämlich den zweiten Generator anschmeißen. Sonst kommt man nicht weiter. Soll ich da mal Rick besuchen? Na, ich gehe da mal Rick besuchen. Katzi. So how goes the search for the doc? Nothing yet. I didn't find any sign of him on this level. That leaves the underground area then. It's the only place left. But there's no power down there, right? Not yet. That'll be your job, Regina. Restore the power to the underground area. Okay, damit haben wir unseren nächsten Auftrag bekommen. Das machen wir doch gleich mal. Hast du noch was zu sagen, Rick? Ach, er repariert gerade Gels Funkgerät. Mit Gel spreche ich nicht, weil ich ihn sowieso nicht leiden kann. Er hat so diesen Wesker-Style, das mag ich gar nicht. Ist ein bisschen das Arschloch der Truppe. Aber er ist halt mein Vorgesetzter, da kann ich gar nichts machen. Nichts. Da geht's in den Keller runter. Da war eine Medibox. Ich werde erstmal Stecker ein bisschen sparen.
ging's denn hier raus? Ach, da. Ach du Scheiße. Und tschüss. Einfach mal verarscht. Und rein in die Vorhalle. Hier dürft jetzt kein Dino sein. Nein, zum Glück nicht. Oh, diese Fenster. Das sieht aus, als könnte jeden Moment noch irgendwer drin springen. Das mich irgendwie töten will. Ich sehe es schon kommen. Okay. Hier draußen war ja nichts. Da drüben gab es noch Betäubung. Bei der Leiche, aber ich glaube, nee. Da läuft der Rexy immer noch rum. Beziehungsweise der Raptor. Das kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Übrigens, danke für das nette Kommentar zu diesem Game. Das hat mich sehr gefreut. Es freut mich, dass dieses Game so gut ankommt bei euch. Ich bedanke mich für euer Feedback. Und euer Zuschauen. Und ja, ich werde diesen Klassiker spielen bis zum bitteren Ende. Hier war eine Batterie drin, die bräuchte ich. Die ist natürlich hübsch aufgeladen. So wie es sein soll. So. Und rein mit dir. Erstmal hier drüben die Batterien ins Fach. Da, wo sie hingehört. Ich finde, das Rätsel ist immer noch eines der einfachsten in ganz Dino Crisis. Rot, blau, grün und weiß. Okay. Rot. Blau. Grün und weiß. Fertig. Und Switch Activate. Und fertig, Leute. Wir sind sofort auf dem Weg. Da können wir nicht rein. Nein, wahrscheinlich erst später. Das ist bestimmt so eine Abkürzung. Die werde ich später auch nutzen, weil die wichtig sind. Überlebenswichtig. Das böse Gefühl, gleich wenn wir eine ziemlich böse Überraschung erleben auf diesem Flur. Ich hab's ja vorhin schon gesagt. Irgendwas wird da passieren. Ja, hab ich's euch gesagt. Es wird was Böses passieren. Abkürzung. Noch einer. Oh, Scheiße, der ist direkt vor mir. Scheiße. Zwei von euch. Oh Gott, nein. Noch einer. Wo ist er?
Ach du Scheiße, der ist direkt da drüben. Auf, 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 schnell. Wie viele? Ah, nur einer. Okay. Okay, hier ist erstmal Ruhe. Durchatmen. So, erstmal ein bisschen was ablegen. Schön viel Munition haben wir hier drin. SG-Patronen erstmal ablegen. Die 10 Stück. Nee, nee, nee. Für einen Notfall. Den. Die. Ja, den laden wir ab. Betäubung. Ja. Okay, das dürfte erstmal reichen. Zurück zur Einsatzbesprechung. War das hier? Ich muss gerade mal gucken. Ich weiß, glaube ich, gerade einen anderen Weg dahin. Der ist vielleicht ein bisschen sicherer. Nee, es war die andere Tür. Da bin ich jetzt falsch gelaufen. Da war aber der Safe Room gewesen. Der wird auch noch. Da kommen wir gleich auch nochmal hin. Hier ist kein Diener. Der ist jetzt bestimmt in dem Großbüro drin. Da werde ich gleich auch noch hingehen. Oder? Nee. Erst im nächsten Part werde ich da hingehen. Falls ich denn muss. Abseilen. Was war hier? Steuerzentrale. Ja, hier sind wir richtig. Steuerzentrale. Auch kein Dino. Kann ich hier aufmachen? Oder? Nee, passiert nichts. Schade, dann ist ein Item. Das könnte ich gebrauchen. Aber naja. What's the emergency? Gale just told me he saw someone on the underground monitor. We flashed by pretty quick. But I'm sure I saw something. Rick? Open the shutter to the underground area. What is it? It's a distress signal from one of our team members. It must be Cooper. Yeah, or it might be Tom. He infiltrated this facility posing as one of the researchers. Can you pinpoint the signal? It's coming from outside of the building, to the east of the rear entrance we came in from. Look. We'll deal with it later. Our first priority is the survivor in the underground. It could be the doc. What are you talking about? He's asking for our help. We don't leave our own behind. And what if it's a trap? Would you want one of us to come and rescue you? Don't bother. I'm willing to take that risk. Remember our mission. We're not here to babysit. That's your way of operating. Not mine. All right, you have your access to the underground, Gale, so get moving. You handle your things your way, I'll handle my things my way.
starting to get on my nerves. Regina, I'm heading out to investigate the underground. So, jetzt können wir uns entscheiden, Geld City etwa so nach Kirk suchen oder Rick City, den Kameraden sofort retten. Ich nehme natürlich Rick City, weil Gale gefällt mir sowieso nicht. Der hat irgendwie diesen hässlichen Wesker-Style, das mag ich überhaupt nicht. Deswegen Rick City. Dann müssen wir dahin. Aber Leute, das machen wir jetzt im nächsten Part. Ich gehe jetzt speichern und würde sagen, Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal bei Dino Crisis. Wir sehen uns im Safe Room wieder. Tschüss.